Ja, ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass der Ben hier vor mir steht und winselt wie so ein Wurm. Und ja, dass du dir am besten schon mal einen neuen Job suchst, aufs Amt gehst und dann, ja, vielleicht auch ein bisschen Chef dazu, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es den Buchstück schon sehr bald nicht mehr geben. Es wird jetzt echt schwer, denen mitzuteilen, dass der Boxclub zumacht. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich es denen sagen soll. Es wird dich so hart treffen. Guten Tag. So, jetzt muss ich erst mal ganz kurz hier rein. Bitte schön. Hey, was soll das hier? Hallo. Wie, was soll das hier? Was machst du hier? Ich habe einen Fachmann mitgebracht, der die Räumlichkeiten auf Schimmelbefall untersucht. Ja, so wie du den Club hast verranzen lassen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass er von Schimmel befallen ist. Und sollte dem so sein, will ich dir diese Rechnung für die Sanierung. Meinst du nicht, dass langsam mal Land? Weil du gehst was so drauf und sag du mir, Alter. Was? Unglaublich bist du. Du bist nicht glaublich. Mach mich einmal an und ich zeig dich an, mein Freund. Ja? Du kannst froh sein, dass ich dich nicht anzeige. Wir hauen ins Bruch. Nimm einfach deine Flossen von mir in Zukunft. Ja? Du wirst mich kennenlernen. Entschuldigung, ich muss mich empfehlen. Ich muss mich jetzt weg. Ich hab... Was? Wir hatten einen langjähriger Großkunde vor uns. Wir hatten Mut. Ja, aber wir haben auch einen Termin. Ja, ist wichtig. Ich besorge sofort Ersatz. Ich sag der Firma. Ja, das geht gar nicht. Das ist wirklich ein anderer Fachmann. Ja. Ja, entschuldigen Sie. Unglaublich. Hey, der bringt mich doch ins Grab, dieser Mann. Hallo Ben, hallo Sam. Hey. So, also, zugehört, wir müssen den Schichtplan ändern. Chico und ich können ganz bestimmt nicht mehr zusammenarbeiten. Das kann er dir auch gleich selbst erzählen. Das wird ganz kurz. Bitte komm runter. Brauchst du nicht mehr machen. Muss nichts gehen in der Welt, weil der Boxclub zu ist. Der wird zumachen. Was? Ja. Hey, party people. Es läuft. Ja. Was geht ab? Der Party garantiert nicht, Leute. Es tut mir leid, Boxclub wird zumachen. Robert hat das Gebäude gekauft. Was? Zu. Heute haben wir zu. Und morgen geht's weiter. Geht schon mal rein. Gar kein Training mehr, oder wie? Geht schon mal rein. Was passiert hier? Es tut mir leid. Wie? Zu. Was? Lili? Hä? Ich check's auch nicht. Zu. Was ist das? Hä? Hey, ich muss versuchen, noch mal mit Robert zu reden. Ich kann das so nicht stehen lassen. Ich muss meinen Stolz runterschlucken. Nicht für mich. Der Club muss bestehen bleiben für meine Mitarbeiter. Das ist Familie. Das sind Freunde. Ich wage zu bezweifeln, dass du der Erfolg haben wirst, aber... Ich komme natürlich mit und unterstütze dich. Nein, es ist alles gut, Schatz. Ich muss das alleine machen. Okay? Sicher. Ja. Bis später, okay? Toi, toi, toi. You know that you know it's well. Super. Danke, mein Lieber. Alles klar. Schönen Tag. Ciao, ciao. Hey, Robert. Alles gut? Robert, lass mal mit dir reden. Was gibt's denn jetzt noch? Mann, ich weiß, wir sind keine Freunde und ich weiß, wir werden auch keine Freunde werden. Richtig. Und ich verstehe es auch vollkommen, dass du mich hasst und dass du Rache willst. Aber bitte denk doch mal drüber nach, Mann. Der Boxclub, das ist nicht nur meine Existenz. Hängt da dran, auch die meiner Mitarbeiter. Meine Angestellten sind herzensgute Menschen und die haben das nicht verdient, Mann. Die haben mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das ist nicht fair. Komm, du musst doch ein bisschen Mitgefühl haben, Anstand. Tu es für meine Mitarbeiter, egal was es ist, sag mir, was es ist und ich werde es machen. Was muss ich tun, damit der Boxclub bestehen bleibt? Okay, ich will mal nicht so sein. Ruf deine Mitarbeiter an, okay? Ja, werde ich machen. Wie jetzt? Okay. Hey, Chico, ich stehe hier mit Robert und es gibt Neuigkeiten. Komm her. Warte mal kurz. Ja, du grüß dich. Ja, ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass der Ben hier vor mir steht und winselt wie so ein Wurm. Und ja. Dass du dir am besten schon mal einen neuen Job suchst, aufs Amt gehst und dann, ja, vielleicht auch ein bisschen Chef dazu, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es den Buchstück schon sehr bald nicht mehr geben. Ja? Wollte ich dir nur sagen. Gut. Ciao. Und der Rest kannst du dich dann selber kümmern. Viel Spaß. Thank you.
Sie? Boah, es fällt mir so scheiße schwer, euch jetzt gehen zu lassen. Ich habe wirklich alles versucht, den Laden aufrechtzuerhalten und ihn zu behalten, aber geht nicht. Danke dir für alles, Mann. Danke dir für alles. Das wäre echt mein Zuhause hier. Boah. Ben, Kopf hoch, mein Lieber. Mach dir nichts aus. Wir sind immer hinter dir, egal was ist. Und vergiss nicht, ne? Halt. Weißt du, kurz hier einen neuen Club, ne? Und dann sind wir die Ersten, die für dich da sind, weißt du? Fall. Ja? Danke, Mann. Kopf hoch, mein Lieber. Macht's gut, okay? Macht's besser, Mann. See you later, guys. Ey, Schatz. Hey. Robert ist hart geblieben, oder? Der Typ hat einfach kein Mitgefühl. Mann, du musst versuchen, das Positive daraus zu ziehen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest den Boxclub hier behalten und Robert wäre hier Besitzer. Der hätte uns das Leben zur Hölle gemacht. Und selbst wenn du den Boxclub gekauft hättest, den Typen wärst du nie ganz losgeworden. Und das, was wir nie wiedersehen, verstehst du? Der hat mir zuerst mal gedroht mit einer Schimmelsanierung hier. Was? Ja. Ja, hier ist ja überhaupt gar kein Schimmel. Ich meine, das wäre dir ja aufgefallen. Du hast aber recht, Mann. Ich darf. Ich will nicht eine Träne für diesen Penner verlieren. Ich will. Es lohnt sich auch nicht. Ich weiß, du willst den Typen nie wiedersehen, aber ja. So ganz vermeiden lässt sich das nicht, weil Jan angerufen hat und uns heute Abend im Hostel zum Essen eingeladen hat. Und da kann es natürlich sein, dass Robert uns über den Weg läuft. Ach, toll. Ja, da kann ich ihn halt nicht rausschmeißen. Ja, ist klar. Hör mal, Ben, ich finde, du solltest jetzt versuchen, positiv zu denken. Ich freue dich jetzt erstmal auf Oscars Filmpremiere und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Du hast recht. Ich möchte mich überhaupt nicht mehr streiten. Ich möchte gar nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben. Nach der Premiere komme ich vorbei und dann gehen wir schön essen im Hostel. Okay? Ja, das ist die richtige Einstellung. Mit dir. Ja? Das ist dir super gut gelungen. Ja, das freut mich sehr. Hast du gewusst, dass Oscar das mit der Ausbildung richtig krass durchzieht? Wirklich? Ja, der zieht das durch. Und die Aufführung war geil. Mo und Hannes sind da gewesen. Hat mich auch gut gefreut. Oh. Ja. Ein Gastmahlzeit. Das ist lecker. Alles gut. Henkers Mahlzeit, nee, das ist eigentlich so der Start des neuen Lebens, weißt du? Oh ja. Weil im Endeffekt bist du der Verlierer. Weißt du, wie schön das ist, ein Leben zu führen, ohne dass Robert die Macht hat über meinen Job, über mein Leben, über Sams Leben? Deine Immobilie und dein Geld, ey, viel Glück. Weißt du, was das Schöne ist? Wir haben die wahre Liebe gefunden. Und das kann uns keiner mehr nehmen. Oh Gott. Ja, so ein Gefühl kennst du nicht, tut uns leid. Aber ey, viel Glück mit allem, okay? Ja. Du hattest recht. Mit dem, was du vorhin gesagt hast. Wir sind beide frei und ja, wir können machen, was wir wollen. Ich meine, klar, wer sollte uns im Weg stehen? Wir können glücklich sein, wir können machen, was wir wollen. Und die Einzigen, die uns im Weg stehen könnten, wärst du und ich. Ja, und das werden wir aber nicht tun, ne? Was meinst du? Du weißt, dass ich dich schon die ganze Zeit will. So. Magst du nicht noch was mit mir trinken? Oder könntest du auch was zu essen bestellen? Nee. Ich habe gleich noch einen nächsten Termin und ich muss gleich los. Geh.
mir am besten jetzt gleich die 300 Euro und dann bin ich weg. Natürlich. Bitte schön. Dankeschön. Glauben, wenn ich dir sage, das ist das allerletzte, was ich wollte. Alter, George, Mann, ich habe mir nur Sorgen gemacht. Digga, du bist völlig besoffen, Alter. Und jetzt? Weißt du, wann du dir hättest Sorgen machen können? Damals, als du Maike geküsst hast, Karl. Und meine Hochzeit kaputt gemacht hast. Es reicht doch, dass Robert mich immer wieder daran erinnert, wie scheiße mein Leben gerade ist. Musst du jetzt auch noch damit anfangen?